In unserer Arbeit geht es um Tumorkonferenzen und wir beschäftigen uns damit, wie man gut sozusagen Tumorkonferenzen patientenorientierter gestalten kann und wie dadurch dann Patientinnen und Patienten mit Behandeln besser gemeinsam Entscheidungen treffen können, die dann auch zu der jeweiligen Person passen. Und wir haben dafür zunächst viele Tumorkonferenzen beobachtet und haben dann aus der Literatur, aus 30 Publikationen, Empfehlungen abgeleitet. Da sind insgesamt 15 Empfehlungen bei rausgekommen. Und zum Beispiel wird dann empfohlen, dass sich die Behandelnden bewusst sein sollten, dass Tumorkonferenzen immer nur Empfehlungen geben und keine Entscheidungen treffen. Es geht darum, dass man sicherstellt, dass es eine Vorbesprechung und eine Nachbesprechung mit den Patientinnen und Patienten gibt, dass mindestens eine Person anwesend ist in den Tumorkonferenzen, die die Patientin oder den Patienten auch persönlich kennengelernt hat. Und ein vierter Punkt wäre, dass, falls das zutreffend ist, eben auch mehrere Behandlungsmöglichkeiten empfohlen werden und nicht nur eine Option genannt wird, die dann den Patientinnen und Patienten weitergegeben wird. Das waren jetzt 4 von den 15 Empfehlungen. Und wir haben eben durch unsere Arbeit eine Basis geschaffen, mit der man dann gucken kann, wie Tumorkonferenzen patientenorientierter werden können und wie dadurch gemeinsame Entscheidungsfindung gefördert werden kann. Und ich freue mich sehr, dass ich die Ergebnisse hier vorstellen darf auf dem Deutschen Krebskongress dieses Jahr und hoffe, dass sie dann auch in der Praxis Anklang finden.